Willkommen! Wir sind hier beim Cerberus-Angriff auf Tuchanka. Ich musste Pause drücken, es hat schon angefangen. Was hört sich leicht an? What is this? Oh. Okay. Wo müssen wir hin? Kontrollkonsole heißt das? Ja. Cerberus, wo seid ihr? Ah! Da nehme ich doch meine liebe Sniper. Könntest du das Mikrofon ein bisschen weiter wegnehmen? So. Voll in die Birne! Commander, ich habe Sichtkontakt zu einem Cerberus-Kreuzer im Anflug. Der Kanonenbeschuss fand den Weg frei. Wenn das Schiff in Bombardierungsreichweite kommt, hat der kroganische Widerstand ein Problem. Behalten Sie es im Auge, Lieutenant. Bye, bye! Ja, Cerberus! Fail! Da hinten. Do you want a surprise, man? You can have a surprise. Come on. Da. Nein, schieß doch! Bam! Im Lauf! Jawollo! Und jetzt machen wir es so. Oh yeah. Da ist auch noch einer. Ja, friss meinen Bob. So macht man das bei der Allianz, Kollege. Alles klar. Ein Sturmschütze. Oh, und Lex. Ist das... Sag nicht, da ist ein Atlas. Du willst es also auf die schmerzliche Tour. Alles klar. Kannst du haben, Mann? Nein. Bös. Rückzug zum Kontrollraum. Hallo? Sterb! Da ist er! Alles klar. Das kannst du haben. Oh. Da ist was. Alte Rasterpläne. Nicht die Art von kroganischem Relikt, mit der ich gerechnet hatte. Ein Geschütz? Nein! Oh. Blödes Geschütz! Kräfte können wir abbringen. Hallo! Boah, ich war gerade ein bisschen sprachlos, als ich das Geschütz gesehen habe. Darum war kurz Totenstille. Hier. Moment! Level up. 3 Punkte. Schleudern Sie Ihren Gegner mit diesem biotischen Angriff durch die Luft. Singularität erhöht die Dauer und den Wirkungsradius. Ja, wieso nicht? Why not? Sie ziehen den Stecker! Sie müssen die Energieversorgung wieder einschalten! Was? Dann los! Boah, na toll. Sie ziehen den Stecker. Muss ich wieder einen Sniper nehmen? Nicht? Okay, Cerberus, das war ein Fehler. Jetzt bekommt ihr Probleme. Probleme! Oh, ich glaube, ich bekomme Probleme. Nein, du bekommst Probleme. Wo ist er? Da! Alles klar, und ich habe ein SMS bekommen, ihr habt es sicher gehört. Meine geliebte Awanger. Oh, geiler Skill, Yara. What is this? Die haben einen Sniper. Die haben einen Sniper.
Nemesis. What is this? Ah! Nemesis. Ja, ich will sehen, was das ist. Organisationen Cerberus Nemesis. Nemesis sind spezialisierte Scharfschützer von Cerberus. Durch eigens entwickelte Implantate können sie dem gewaltigen Rückstoß des Antimateriegewehrs M98 Widow standhalten. Okay. Nicht gut. Uappa! Wo ist der Nemesis hin? Egal. Ach, das muss ich zerstören. Mit der Schrotflinte geht's halt am besten. Alles klar. Den ersten haben wir gemacht. Hier sollte doch noch ein bisschen Widerstand sein. Ich glaube nicht, dass Liara den Nemesis getötet hat oder Garrus. Egal, er ist nicht mehr da und das zählt. Das wird ziemlich knapp, Commander. Ich habe die Energie auf die Hauptkonsole umgeleitet. Bin jetzt auf dem Rückweg. Alles klar. Auf sie, mit Gabriel! Hallo, mein Kleiner. Schlechte Idee. Okay, du mit deinem dummen Schild kannst mal gleich einen Schuss meiner süßen Mantis haben. Nein. Und schon jetzt hätte ich schießen sollen. Los, nein. Ich habe ihn verpasst. Machen wir das so. Hoffentlich erwischt es einen. Nein, oh. Gott, ey! Weißt du was? Die Vanguard kannst du haben. Da haben wir noch einen Kampftechniker. Sturmschütze! Centurio! Schlechte Idee, den Schutz so zu verlassen. Okay. Los! Okay. Ah, Geschütz! Dann machen wir das jetzt so. Come on, buddy. Da muss die Schrotflinte hin. Das ist ein Job für das kleine Baby hier. Okay. Den geht ja gar nicht kaputt. Oh yeah! Alles klar. Commander, Kreuzer leitet Bombardierung ein. Kanonensteuerung wiederhergestellt. Zielerfassung aktiviert. Koordinaten, Lieutenant. Hochgeladen. Feuer! Feuer! Hoho. Ein wunderschöner Anblick. Okay, like gute Arbeit von allen. A pro. Like a pro, like a pro, like a pro, like a pro, la 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 la. Shepard, mit den kroganischen Kanonen hat Cerberus uns den strategischen Vorteil in diesem System gegeben. Der Feind zieht sich zurück, aber er wird versuchen, die Anlage zurückzuerobern. Wahrscheinlich. Ich schicke ein Allianzteam zur Sicherung. Wir haben dank Ihnen in einer starken Verteidigungsposition Fuß gefasst. Das hört man gern. Gute Arbeit, Commander. Dankeschön. Ende. Shepard Ende. Wieso sagt er eigentlich nie Shepard Ende? 10.000 Credits. Das ist doch cool. Ja. Mit dir will ich nicht reden. Ich würde sagen, wir erkunden jetzt mal unser eigenes Schiff mal ein bisschen. Ich schlage vor, wir gehen in die unterste Etage, fangen da an, erkunden die in diesem Park mal ein bisschen, mal schauen, was uns erwartet. Irgendeinmal erkunden wir mal die zweite unterste Etage. Die hier kennen wir ja schon. Das hier
Unterste. Bestimmte biotische Kräfte wie Warp und Werfen sind in Kombination besonders effektiv gegen gepanzerte Gegner. Was ist das? Wer bist du? Du willst nicht reden. Rotes Blinken. Waffenmodstation. Jetzt geht doch dahin. Aha. Aha, aha, aha. Da blinkt noch was. Waffenupgrades. Waffenupgrades. Yeah, verbesserter Waffenschaden. Doppelklick müssen wir machen. Geht das noch weiter? 5000, 7500. Scimitar. Ja, die Schrotflinte können wir auch sehr gut gebrauchen. Vor allem besseren Schaden. Mantis, sehr wichtig. Der Schaden, sehr wichtig. Gebe ich halt jetzt ein paar Credits aus und dann noch die Avenger. Bisschen mehr Schaden schadet nicht. Ja, alles klar. Geschäft verlassen. Haben wir noch eins. Nachschubinterface. Sichta Vorräte. Kassa Fabrication. Spectre Ausrüstung. What is that? Nix. Doch, das muss. Ah. Black Widow. 275.000. Wraith. Paladin. Oh Gott. Amax Arsenal Handschuhe, Waffenschaden plus 5, Kopfschussschaden plus 10%. Medigel. Sichta. Medigel. Kassa Fabrication. Eine Waffe. M96 Metok. Kaufen. Gleich mal schauen, wie das Ding funzt. Hier haben wir. Oh, der Schaden ist besser. Wenn wir das modifizieren, haben wir das Geld für die Avenger umsonst ausgegeben. Dann geben wir jetzt nochmal Geld für diese Metok aus. 3000, 4000, 5000, 7500. Und ich will mir noch ein bisschen Rüstung kaufen. Castle Fabrication, Allianz, nee, das will ich nicht. Ah, hier kannst du noch ein paar andere Sachen. Pistolen-Durchschlagsmod? Nein, nein. Sonst hast du nichts mehr? Spectre-Ausrüstung. Die sehen noch cool aus. Die kaufe ich. Ich kaufe halt gerne unnötige Sachen. Wer ist das? Leutnant Cortez. Reden wir mal. Lieutenant Steve Cortez, Shuttle-Pilot. Ich habe Neuigkeiten über unsere Nachschubketten. Wie ist die Lage? Gute Arbeit, Lieutenant. Was gibt es? Dios. Ganz ohne Hallo direkt zum Geschäft? Sie beide müssten mal chillen. Interessiert Sie das? Oder spricht da wieder nur das Cerveza? Also, was ist mit unseren Nachschubketten, Lieutenant? Die Nachschubketten der Allianz sind ein Chaos. Aber die Wirtschaft der Citadel läuft noch. Ich habe die Citadel-Händler im Netzwerk. Sie können auswählen und einkaufen von dieser Konsole aus. Wenn ich ein Geschäft einbinde, sage ich Bescheid. Die Lieferung zur Normandy ist teurer. Also sollten Sie nötige Vorräte lieber kaufen, wenn Sie vor Ort sind. Sie sind also mein Shuttle-Pilot und richten Nachschubketten ein? Ich wurde nicht als Pilot angeheuert. So etwas braucht man im Trockendock nicht. Ich habe die Nachrüstung des Frachtraums überwacht. Außerdem bin ich bestens vertraut mit der Bedienung und Wartung des UT-47 Kodiak und des M44 Hammer. Und was ist das? Bei meiner Erfahrung war es sinnvoll, nach dem Verlassen der Erde als Shuttle-Pilot zu arbeiten. Außerdem kümmere ich mich um die Logistik, damit Waffenkammer und Shuttle aufgefüllt und gewartet sind. Weitermachen! Weiter so. Ja, Commander. Was ist das? Panzerungsspind. Okay, Freizeitkleidung. Oh, leicht gay. Ich nehme den Gay-Style. Der gefällt mir am besten. Helm, kein Helm. N7. Atemgerät, Helm. N7. Und was ist... Okay, ich nehme es einfach. Brust, N7. Kassa Fabrication. Also wenn ich jetzt einfach so nehme, habe ich nur Gesundheitsverstärker. Hier. Schildregeneration. Kraftschaden. Schildregeneration. Schultern. Armax Arsenal. Okay.
Das sieht besser aus. Arme. Hier meine neuen Amax-Arsenal. Das waren doch Ariake Technologies. Oder das? Ja, Waffenschaden, Kopfschussschaden. Beine. Hanekedar. Gesundheitsverstärker. Fast nichts mehr. Material. Achso, das ist Farbe. Ist das Farbe? Das sieht gut aus. Muster. Oh ja. Perfekt. Musterfarbe, grün. Oh ja. I'm a gay, 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 yeah. Das ist ein ekliges Muster. Vielleicht so? Ne. So? Ja, pff. Nehme ich das. Rosa, hat's es? Yeah. Ja, was wollen wir nehmen? Ich würde sagen, blau, grün. Komm, wir nehmen grün. Ein knalliges Grün. Farbe 2. Wir machen jetzt einfach ein verdammt ekliges Muster. Ja, ich sehe wie ein kunterbunter Regenbogen aus. Lichter machen wir schwarz. Ein kunterbunter Regenbogen, der in der Freizeit sich wie eine Gay anzieht. Ja, gut. Das war's für diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.